Moin, moin und herzlich willkommen! Was war das? Zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Randomizer lass mal. Schön. Letztes Mal haben wir Kai platt gemacht und Team Rocket vorher auch noch platt gemacht und ja, ich setz mal den Wodka nach vorne. Oder? Ja, doch, erstmal. Und jetzt bin ich schon ein kleines bisschen nervös, denn ich weiß, was jetzt passiert. Nämlich genau das. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Was, du hast diese Bande eigentlich aufgehalten, sagst du? Erzähl mir doch keine Märchen. Wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Das kann ich schon. Silver... Oh, der Name wurde wirklich geändert. Hätte ich ihn doch Stacy nennen sollen. Schwimmer weiblich Silver. Ach, es ist schön. Es ist so schön. Knackleon. Sandwirbel. Verdammt. Das ist natürlich interessant. Knackleon. Hätte ich jetzt gar nicht mal mit gerechnet. Hör auf, Sandwirbel zu spammen, du Arsch. Das macht man nicht. Okay, Wodka ist es egal, er trifft trotzdem. Ist so besoffen, dass es einfach durch die Gegend taumelt und trotzdem trifft. Nein, anders. Wodka ist es gewohnt, nichts zu sehen. Okay, Registeel. Wen setze ich denn da ein? Beste Wahl wäre echt Kuchen. Ich könnte es auch mit Spiegelei versuchen. Ich glaube, das mache ich mal, weil Spiegelei hat Gainer. Dann schläft das Viech zumindest mal und kann mir hoffentlich nicht so viel anhaben. So, dann kann ich ja... Genau, ich schläfe das erstmal ein. Oh... Das ist jetzt ganz, ganz blöd. Geh schlafen. Sofort. Temposchub. Oh, das ist böse. Das ist richtig böse. Ja, toll. Fluch erhöht Angriff und Verteidigung, senkt die Init. Temposchub erhöht die Init wieder. Also praktisch ist es am Ende ein Protzer geworden. Aber das macht's nicht besser. Hör auf, dich zu boosten, ich werd nervös. Oh, verdammt. Ganz schnell den Angriff wieder senken. Ich wusste, dass es schlau ist, Charme zu behalten. So, jetzt pennst du erstmal und ich, ja. Senke weiter deinen Angriff. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, dass das Ding Fluch kann. Im ersten Kampf haben wir festgestellt, dass es Stampfer kann. War doch Stampfer, oder? Ich glaube schon. Und das ist jetzt irgendwie so ein kleines bisschen ungünstig. Fluch und Stampfer zusammen könnte Schmerzen verursachen. Das Problem ist, was setze ich jetzt ein? Sondersensor. Psycho auf Stahl. Weiß nicht, die Situation habe ich irgendwie noch nie gehabt, glaube ich. War ein neutraler Effektiv? Nee, war nicht so effektiv. Hatte ich doch recht. Ich kann es mit Metronom versuchen, in der Hoffnung, dass eine Erd- oder eine Feuerattacke rauskommt, aber... Das ist riskant. Oh oh. Und es flucht sich weiter hoch. Eieiei. Das ist ganz böse. Schutztopf. Och, das hingegen ist geil. Tauscht alle Veränderungen seiner Verteidigung und Spezialverteidigung mit dem Ziel. In anderen Worten, wir haben jetzt Verteidigung plus 3, glaube ich. Er hat wieder Verteidigung plus 0. Da will ich mich nie beschweren. So halten wir zumindest ein bisschen mehr aus. Das schadet mir nicht. Komm schon, mach, weiß nicht. Flammenwurf, bitte Spiegelei.
Giftblick. Toll, Paralyse. Wobei, das ist schlecht. Jetzt kann ich es nicht mehr einschläfern. Oh, verdammt. Ich meine, ich bin auch relativ optimistisch, da Registil nur Fluch einsetzt. Allerdings, sobald ein Stampfer kommt, habe ich ein Problem. Senken wir erstmal den Angriff wieder ein bisschen. Das Problem ist vor allem, die Paralyse bringt überhaupt nichts, weil mit Temposchub... Ja, es ist immer noch schnell... Oh, scheiße, Metallklaue. Und an... Ach, du Kacke, ey. Käfergebrumm, ja, toll. Macht auch nichts. Und das war ein Crit, wow. Ich würde mal sagen, wir sind gerade etwas in einer beschissenen Situation. Mit den Attacken kann ich praktisch nichts machen. Wenn Metronom leer ist, habe ich keine Option mehr mit Spiegelei. Hier kann ich auch nichts machen. Hier auch nicht. Ich könnte höchstens... Ah, wobei... Ich könnte Blitz spammen, dass er nicht mehr trifft, natürlich. Und Psi-Welle müsste ja neutral effektiv sein, weil es sowieso zufälligen Schaden macht. Das wäre eine Option. Allerdings, das ist mir ein bisschen riskant, weil Speck hat eine ziemlich schlechte Verteidigung, glaube ich. Würde ich gerne lassen. Na gut, das würde auf einen ewig langen Kampf rauslaufen, so wie jetzt auch. Ja, toll, ich könnte ihn verwirren und dann hoffen, dass er einfach sich selbst verletzt oder so. Da kann ich auch nichts machen. Oh, oh, oh. Ich muss echt gucken, wir brauchen irgendwas im Team, was Boden- oder Feuerattacken kann. Ja, toll. Theoretisch kann Shelterra, unser Kuchen, ja, Feuerattacken, vielleicht auch durch TMs jetzt hier, aber kann ja eigentlich Bodenattacken lernen. Ich weiß nicht, auf welchem Level es mal eine Bodenattacke lernt. Ich glaube, es erlernt irgendwann mal Erdbeben von selbst, aber es wird wahrscheinlich nicht vor Level 40 sein. Oh, oh, oh. Hyperzahn. Ja, Superzahn wäre mir jetzt lieber gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin weiter... Oh, fuck. Oh mein Gott. Okay. Das Problem hat sich von selbst beseitigt. Boah, Spieler, ich liebe dich. Du bist einfach nur stark. Okay, wir hatten jetzt echt auch Glück mit dem Schutztausch, dass wir seinen Verteidigungsboost bekommen haben. Ansonsten hätte das wahrscheinlich doch etwas Schaden gemacht. Schnapper, ja, ist jetzt egal. Vidiza, das ist doch cool. Cocktail, kennst du mal. Okay, ich behaupte jetzt einfach mal, keine Ahnung, ob das am Ende sein wird, ich behaupte jetzt einfach mal, ich nehme Spiegelei nie aus dem Team. Es hat soeben ein Registeel platt gemacht. Durch Explosion des Registeels, aber hey, das hat echt kaum Schaden genommen. Also, wow, wirklich. Ich dachte echt zur Explosion. Verdammt, das tut weh. Vielleicht sollte ich Charme doch lieber da lassen. Ja, aber ich bin schon irgendwie beeindruckt. Das war gut. Das war wirklich gut. Ah, Walzer. Moment mal! Also das, nein? Kuchen? Scheiße. Es gibt so Situationen, die gefallen mir nicht. Okay, Silver, eins muss ich dir sagen. Du bist nicht schwach. Du bist jetzt nämlich der erste Trainer, der mir wirklich Probleme bereitet hat. Du weiblicher Schwimmer, du. Nervosität. Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Ja, da musst du dich jetzt selbst hassen, wa? Das gilt nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier verunstalten mir eindeutig zu viele Schwächlinge die Gegend. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat was auf dem Kasten. Die Leute von Team Rocket halten sich bloß für die Größten, weil die Zahl ihrer Mitglieder so hoch ist. Aber mir machen sie nichts vor. Ich werde jedem, der sich mir in den Weg stellt, eine Lektion erteilen, genau wie dir. Ich glaube, er hat nicht aufgepasst, wie der Kampf gerade verlaufen ist, denn ich habe gewonnen. Naja, lassen wir ihn in seiner schönen kleinen Traumwelt.
Tja, und dann machen wir uns doch jetzt mal auf den Weg in den Steineichenwald. Ich habe übrigens Schutz gekauft, den werde ich auch gleich einsetzen. Weil ich jetzt keine Lust auf wilde Pokémon habe. Das muss ja nicht immer sein. Aber erstmal... oh ne, doch, Wodka bleibt erstmal vorne. So, was haben wir hier noch Schönes? Hast du noch hier was zu sagen? Ist das Schutzpatron? Ach so, stimmt ja. Das gute alte Celebi. Oder ist Paras? Celebi. Ein interessantes Pokémon eigentlich. Aber wie immer, Event schwer zu bekommen. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Mein Boss wird sicher wütend auf mich. Die Porenta, die für uns Bäume zur Kohlegewinnung fällen sollten, sind in den Wald gestürmt. Könntest du sie vielleicht einfangen? Porenta haben so gute Ohren, dass sie sich sofort in deine Richtung drehen, wenn du auch nur auf einen Ast trittst. Aber das ist die Gelegenheit, um sich dich ihnen von hinten zu nähern. Denkst du, du kriegst das hin? Ja, krieg ich hin. Kohlegewinnung? Ja, eine Köhlerei. Porenta hat dich bemerkt und sieht dich an. Wenn du auf einen Ast trittst, schaut es in deine Richtung. Ja, aber auch nur dann. Wie man gerade sieht. Porenta! Du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt. Ich bin von hinten rangerannt. Das nenne ich jetzt nicht schleichen. Wow, du hast es geschafft, eins der Porenta wieder einzufangen. Vielen, vielen Dank. Aber irgendwo muss ich noch eins von ihnen versteckt halten. Du weißt ja, bla bla bla. Natürlich weiß ich, dass ich habe gerade eins auf diese Art und Weise gefangen. Idiot. Schutz wirkt nicht mehr. Wirklich jetzt? Komisch. Glaube ich gar nicht mal. Oh, ein Item. Feuerstein. Hm. Das ist gut, falls wir jemals ein Pokémon kriegen, was ich mit einem Feuerstein entwickeln muss. Hm. Ja, ja, nur von hinten erwischen. Ah, ich verstehe schon. So. Und es erwischt, genau. Klasse, beide Brände sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf mich hören die Pokémon von meinem Boss ja nicht, weil ich keinen Orden habe. Mann, da hatte ich aber echt Glück. Schön. Ganz toll. Oh, da sind ja meine kleinen Po und Renta. Okay. Sag bloß, hast du die beiden für mich eingefangen? Wenn diese zwei keine Bäume für mich fällen, habe ich keine Kohle herzustellen. Vielen Dank. Wie kann ich mich nur dafür kenntlich sagen? Ich hab's, nimm das hier. VM1 Zerschneider erhalten. Bin mal gespannt, wer das gleich lernen kann. Das ist die VM Zerschneider, besitzt du in Orden aus der Arena von Azalea City, kann ein Pokémon deiner Wahl damit kleine Bäume fällen. Aber hat ein Pokémon diese VM einmal gelernt, kann es sie so schnell noch nicht wieder vergessen. Überleg dir also genau, wie du es beibringst. Das ist auch etwas... Ganz ehrlich. Seit Ewigkeit bin ich jetzt schon der Meinung... Warum? Könnte man... Okay, ist nichts mehr. Könnte man das nicht endlich mal ändern? Ich meine, jetzt kann man... Früher war der Unterschied einfach... Okay, eine TM kann man nur einmal erlernen, eine VM endlos und eine VM kann man nicht so schnell wieder... Also kann man nicht einfach wieder verlernen lassen, es sei denn, man ist beim Attackenverlerner. Mittlerweile ist es so, man kann sowohl TMs als auch VMs endlos nutzen. Der einzige Unterschied ist, dass man die VMs einfach nicht mehr los wird. Das können sogar alle lernen. Ich denke, ich gebe es mal Spiegelei. Jawohl. Nee. Speck. Speck braucht... Wobei Speck hat auch schon Blitz. Ah. Doch, ich gebe es erstmal Speck. Anstelle von Platscher. Ich bin mittlerweile... Also ich bin jetzt echt der Meinung, man sollte es endlich mal einführen, dass es dann... ja, von mir aus heißen sie noch VM, aber dass man die einfach genau wie TMs direkt wieder verlernen lassen kann. Es ist einfach nur unnötig. Der Steineichenwaldschrein, er wurde zu Ehren des Waldpatrons errichtet. Celebi, Schutz wirkt nicht mehr. Ich hasse Schutz.
Nein, also ich liebe Schutz, aber allerdings der normale Schutz 100 Schritte ist ein bisschen wenig. Ich bin dann eher so ein Fan von Top-Schutz. Der hält einfach mal länger. Ja, wohl. Wahlglas. Nice Sache. Das könnten wir sogar echt sinnvoll einsetzen. Das ist, da ist der Merkel noch was. Natürlich, ein Premierball. Ach ja, Pokébälle schalten ja nie. Schutz wirkt nicht mehr. Ich habe ja noch ein paar. Ist da auch was? Nee, scheinbar nicht. Liegt da was? Natürlich, ein Trank. Tränke sind immer gut. Da oben steht wieder eins von diesen Kimono-Mädchen. Die sind aber später erst interessant. So. Ah! Scheiß Baum, geh weg! Ah! Was ich hier tue, fragst du? Ich schüttel Bäume mit Kopfnuss. Willst du es aber ausprobieren? Nicht ohne Schutzhelm, bitte. Ich bring's dir gern bei. Okay. Welches Pokémon soll Kopfnuss lernen? Ist das jetzt wirklich Kopfnuss? Kann es überhaupt jemand von uns lernen? Es ist eh nicht Kopfnuss, ne? Ja, toll. Es kann kein Pokémon von uns Kopfnuss lernen. Na super, es ist, glaube ich, eh nicht Kopfnuss. Ich glaube, die Moves von den Tutoren da hatte ich ja auch gerandomized. Obwohl Kopfnuss könnte als Field-Move zählen, dann müsste es immer noch Kopfnuss sein, aber naja. Kimono, Kimono, mein Gewand. Sag, wie finde ich zum Waldesrand? Ich glaube nicht, dass deine Klamotten dir das sagen werden. Was sagt ihr da? Ihr wollt mich schon mal gesehen haben? Ja. In Viola City? Gewiss, täuscht ihr euch. Aber wärt ihr unter Umständen so freundlich meiner Wenigkeit den Weg erst zum Wald zu weisen? Naja, klar, machen wir. Seid ihr euch sicher? Aber ihr irrt doch selbst noch hier durch den Wald. Was heißt ihr irren? Ich kenne den Weg. Kennt ihr wirklich den Weg? Ja. Und selbst wenn nicht, Goldini kennt ihn. Wodka meine ich natürlich. Sieh an, möchtest du mir vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für ein kluges Pokémon. Ich gehe schon mal vor. Tja. Hast gut gemacht, Wodka. Nein, ich wollte das da. Trank erhalten. Okay. Tränke nimmt man doch immer gerne an. Da liegt doch bestimmt auch noch was. Nicht? Schade. Und da unten komme ich nur mit zu erfahren. Naja. Hier irgendwo gab's doch relativ sicher... Oh, du erstellst einen Pokédex, dann kämpfst du bestimmt oft gegen andere Pokémon, stimmt? Setz dabei ab und zu mal diese TM ein. TM12. Was ist das? Diese TM enthält Verhöhner. Wenn du diese Attacke einsetzt, kann das nicht das gegnerische Pokémon für kurze Zeit nur noch mit Attacken angreifen, die körperlichen Schaden anrichten. Ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Denn TM12 ist... Lehmschelle! Endlich mal was halbwegs Nützliches. Das ist gar nicht mehr so gut. Ich denke, ich bringe sie mal weg. Bei, wobei, wofür? Oder Wodka? Ja, komm, vorübergehend. Lehmschelle ist eh keine Attacke, die jetzt so gut ist. Die kann ich ruhig mal verschwenden hier. Also verschwenden in Anführungsstrichen, aber trotzdem. Umschlag und Lehmschelle. So. Schutz wird nicht mehr. Ist mir völlig egal, denn hier ist eine neue Route, auf der ich doch erstmal ein Pokémon fangen kann. Ich habe doch noch Pokébälle, oder? Ja, mehr als genug. Das machen wir noch kurz. Routen Pokémon ist... Endlich mal was Episches! Also was wirklich Episches, denn... Das ist ja Glumanda.
Wie schwächt man einen Glumanda? Naja, jedenfalls nicht mit Wodka. Hm, ich habe eine Idee. Cocktail! Heuler, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Nach einem Heuler dürftest du auf jeden Fall eine Tackle überleben. Da solltest du sowieso. Ja, easy. Konfusion traue ich mich jetzt dann doch nicht, da Smetbo doch gar nicht mal so schwach ist. Auch Wolke, das ist hingegen jetzt, das ist asozial. Das macht man nicht. Jetzt muss ich mir natürlich entscheiden, Glumanda, das will ich auf jeden Fall im Team haben, aber wen nehme ich raus? Geht daneben, na toll. Hör auf, Rauchwolke zu spammen, du Arsch! Glumanda, ich hasse dich. Nein, wie könnte ich einen Glumanda hassen? Das ist Glumanda! Das ist toll und das wird zu Glurak, das ist auch toll. Aber dieses spezifische Glumanda hier ist gerade echt schlimm. Wen würde ich aus dem Team nehmen, wenn ich Glumanda reinnehmen will? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Mal überlegen, wir haben Kuchen. Den würde ich natürlich gerne drin lassen. So, schläfrig. Das, ich glaube nicht, dass das jetzt funktioniert. Allerdings dann der nächste Ball könnte schon ganz gut funktionieren. Wir haben Kuchen, der bleibt im Team. Wir haben Spiegelei, bleibt im Team. Wir haben Wodka und Cola. Die würde ich auch beide gerne im Team behalten. Sind halt ziemlich stark. Zumindest noch. Wir haben Speck, ja, da könnte ich drüber nachdenken, es rauszunehmen. Und was haben wir noch? Na komm, wir nehmen mal einen Premierball. Einfach weil er schön aussieht. Wir haben noch Cocktail. Könnte ich auch drüber nachdenken, es rauszunehmen. Auch da, ich weiß ja nichts. Ich weiß es wirklich nicht. Wen soll ich rausnehmen? Nein, nicht. Glumanda wurde gefangen. Und wie nenne ich ein Glumanda? Ich hätte eine Idee. Das ist ein Feuer-Pokémon, deswegen könnte passen. Die Flamme auf seiner Schweifspitze zeigt die Lebensenergie an. Es ist gesund, leuchtet sie hell. Okay. Spitzname ja, und ich hoffe, dass das passt. Dein Name wird sein. Wie schreibt man Beef? So, oder? Vielleicht damit dem richtigen Buchstaben. Beef? Schreibt man Beef jetzt mit Doppel-E oder mit E-A? Man schreibt es mit Doppel-E. So, Roast Beef wurde in Box 1 übertragen. Wir haben Roast Beef. Bis Roast Beef, München, eine Pizza. Ja, wen würde ich denn rausnehmen? Ich denke, es wird Cocktail oder Speck. Ist zwar schade, weil beide mag ich irgendwie schon, aber... Es ist ein Glumanda. Das muss leider sein. Naja. Das war's erstmal für heute. Nächstes Mal dann, ja, einige Trainer knüppeln. Kriegen wir schnell hin. Bis dann. Ciao.